Hallo, heute geht es um eine Stehlampe, dieses gute Stück, um niederfrequenten Elektrosmog und teilweise um hochfrequenten Elektrosmog, um die Körperspannung und eine Vermischung von dem Ganzen. Zu den Messgeräten, die heute verwendet werden. Zum einen ist das HF38B Hochfrequenzmessgerät. Der mittlere Proband, das ist ein China-Böller, den nutze ich nur zur Kontrolle und zur besseren Anschaulichkeit. Dann nutzen wir das ME3840B, ein Niederfrequenzmessgerät, und das Körperspannungsmessgerät von ROM ESM1. So sieht die Verpackung der Lampe aus, die wir heute testen. Das Ding nennt sich Sunset. Das sind die Daten. Wer es genauer wissen will, Pause und lesen bitte. In der Verpackung ist natürlich diese schöne Stehlampe. Oben mit beweglichen LED-Strips und so einen kleinen Projektor, der alle möglichen Formen an die Decke wirft. Dann kommen wir darunter, ein recht stabiler Sockel. Dann haben wir hier ein Netzgerät, das wirklich extrem leicht ist. Also so etwas Leichtes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also das ist nichts. Ein Hauch von nichts. Dann der Schalter, Fußschalter. Allerdings, der bleibt nur am Boden, wenn man ihn festklebt, weil er eben auch so leicht ist. Eurostecker. Bei euch, die ihr meine Videos öfters seht, müssen jetzt alle Alarmglocken läuten. Und eine Fernbedienung. Ja, das ist also wie wenn ich unter einer Hochspannungsleitung stehen würde, kommt genau dieselbe Spannung raus, beziehungsweise genau dasselbe Messwert raus. So, ich mache wieder mit Abstand. Schalten wir in den magnetischen Bereich. Das heißt, magnetische Abstrahlungen sind da relativ wenige. Das heißt, wir sind da ebenfalls sehr gering mit der Belastung. Noch einmal kurz zusammengefasst, das magnetische Wechselfeld ist relativ gering bei der Lampe, das elektrische Wechselfeld ist sehr, sehr, sehr hoch bei der Lampe. Im eingeschalteten Zustand, im ausgeschalteten Zustand, schalten wir noch einmal auf das elektrische Wechselfeld. Ausgeschalten ist der Messwert relativ gering. Nächster Part der Messung, die Körperspannungsmessung. Dazu nutze ich das ROM ESM1. Messbereich auf 20 Volt, das passt. Und jetzt bin ich einfach mal da. Die Lampe ist natürlich schon eingesteckt. Die muss ich jetzt ausstecken. Schauen wir mal, was ich da für Körperspannung habe in dem Raum. 1,26 Volt. Relativ hoch. So, die Lampe ist jetzt eingeschalten. Sie leuchtet. Und mein Körper hat jetzt eine Körperspannung von über 4 Volt. Was sehr hoch ist. Und die steht jetzt knapp einen Meter vor der Lampe. Wenn ich die Lampe berühre, zum Beispiel mit einem Fuß, 10 Volt, 11 Volt. Ha, sehr schön. Da bekommt mein Körper eine Spannung von 11 Volt an der Oberfläche. So, jetzt habe ich müssen den Piepser ausmachen, weil der stört ja wirklich. Wenn man beim Lesen neben dieser Lampe steht, hat man eine enorme Körperspannung und somit auch eine enorme Belastung vom Körper. Der nächste Part in diesem Video, ich habe da eine Kroko-Klemme und erde diese Lampe einfach mal. Ich habe jetzt diese Lampe mit einer Kroko-Klemme geerdet und jetzt schauen wir mal, wie viel Körperspannung ich jetzt habe. Im selben Abstand habe ich jetzt knapp 2,5 Volt Körperspannung. Berühre die Lampen, steigt dann natürlich auf 4 Volt an, aber nicht mehr auf 11 Volt. Das heißt, ich habe jetzt die Belastung schon enorm gesenkt. Zur Fernbedienung dieser Lampe. Diese Fernbedienung läuft nicht mehr mit Infrarot, sondern mit Funkwellen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel diese Fernbedienung überhaupt aussendet. Da geht er auf Peak Hold und jetzt.
Jedes Mal, wenn man auf einen Knopf drückt, entsteht ein Signal, das gefunkt wird. Das heißt, ihr habt da einen relativ hohen Funksender in der Hand, der fast 8 Milliwatt pro Quadratmeter aussendet. Es ist ein bisschen über den Richtwert drüber. Allerdings, diese Funkwellen gehen wirklich nur dann aus, wenn ihr drauf drückt. Das könnt ihr ruhig neben eurem Bett liegen lassen. Kein Problem, weil das Teil sendet nicht, wenn man nicht auf einen Knopf drückt. Was wieder gut ist. Anders wie diese Bluetooth- oder WLAN-Verbindungen, die ständig funken. 24/7. Jetzt zum Billigmessgerät. Die Lampe leuchtet, das heißt Strom ist drauf. Ich bin da im normalen Bereich, beim magnetischen Feld und beim elektrischen Feld bin ich da gerade mal auf Medium. Ohne Erdung zeigt selbst dieses Billigteil aus China bei dieser Lampe, die noch immer leuchtet, High. Das heißt, ich bin da im sehr hohen Bereich. Ja, kurzes Fazit oder Zusammenfassung von mir. Diese Billigstehlampen, egal aus China oder sonst woher, wenn die keine Erdung haben, das heißt den normalen zweipoligen Eurostecker, sind sie nicht geerdet und somit streuen sie höchstwahrscheinlich wie wild. Ihr könnt das Ganze erden. Bitte tut das nicht selbst machen, sondern lasst das einen Elektriker machen. Also noch einmal, lasst bitte einen Fachmann zu weg, kostet nicht die Welt, bringt aber irrsinnig viel Entlastung, wie wir gesehen haben bei den Messwerten. Die Lampen ist zwar im Lichtbereich, streut sie nicht so gut für die 33 Watt oder was sie haben sollt. Allerdings im Elektrosmog-Bereich, das heißt im niederfrequenten elektromagnetischen Feld, streut sie umso mehr. Ich hoffe, ich habe dir die Problemstellung zeigen können und sollten Fragen auftauchen, bitte gern unten in der Kommentarfunktion. Sonst wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.